und zurück in Demon's Souls, zurück in Boletaria. So, weiter geht's mit der vierten Folge Demon's Souls und wir rennen hier immer noch in dem Palast rum. Ist ein ziemlich großes Gebiet, alles ziemlich verwinkelt. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie mal schauen, ob wir irgendwie so einen Keilstein finden, wo wir uns halt binden können. Damit wir auch, neue Einstiegspunkte haben. Weil wenn ich jetzt wieder anfange, dann fange ich halt wieder da unten an. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Also müssen wir schauen, dass wir irgendwie einen Keilstein finden und natürlich nicht sterben. Ganz wichtig, sonst ist es gleich rum mit der guten Laune, Mensch. So, Bildmarkgerät an und weiter geht's. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen und ich freue mich natürlich über jeden Like, über jeden Daumen nach oben. Hilft mir natürlich alles ungemein. Gut, das war... Oben hat er gesagt gehabt, Vorsicht, versteckter Feind. Feuer, okay. Okay, die haben Feuer. Weg da, hey. Okay, die können wir so recht gut wegjuckeln. Dann müssen wir jetzt schauen, ob... war mir klar. Okay, die können sich gegenseitig. Mir soll es recht sein. Okay, hier haben wir schon mal einen Shortcut. Sichelmondgras. Hebel ziehen. Und diese Shortcuts, Leute, bleiben auch gespeichert. Also die müsst ihr nicht nochmal neu machen. Wenn ihr jetzt sterbt, oder wenn ich jetzt sterbe, fange ich natürlich dort hinten auf der Brücke an und dann habe ich natürlich den Weg bis hierher. Der ist mir jetzt freigeräumt. Zwar nicht von den Gegnern, aber ich muss jetzt nicht mehr den ganzen Weg gehen. Ring der Adhäsion. Schauen wir uns gleich an. Genau, seht ihr? Jetzt bin ich wieder hier. Wo der Ritter dort oben geschossen hatte. Jadeschmuck. Jadehaarschmuck. Oh. Allzu fette Handschuhe. Wir müssen jetzt schauen, Leute. Schauen wir uns erstmal die Ringe an. Ringe der Gunst. Ringe des Dufts. Ja, ist auch nicht schlecht. Vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Wir sind ja gerade in Seelengestalt. Und verlieren wir natürlich weniger Energie. Werden die mal anlegen. Ich weiß nicht, ob der gut... Das müssen wir uns anschauen. So, jetzt haben wir hier natürlich... Warum können wir das nicht nehmen? Ach, du Scheiße. Ach, das hat so hohe Last praktisch. Hose können wir auch nicht nehmen. Wir müssen erst skillen. Wahrscheinlich in Stärke, denke ich mir. Oder in Beweglichkeit. Ah, wir können hier nichts machen. Wir haben aber einen neuen Schmuck bekommen, oder? Ja, der Haarschmuck irgendwie. Hieß es doch. Warte mal. Das macht aber am Munition. Hä? Ich habe da auch einen Bogen bekommen, oder? Ah, da muss ich ausrüsten erst, oder? Wahrscheinlich. Bin ich wieder so schwer? Ach, das ist nichts. Da muss ich erst warten, Leute. Genau, jetzt haben wir nämlich hier unseren Weg freigeräumt. Und was haben wir hier runtergeworfen?
Wir hatten irgendwelche Ketten runtergeschmissen, es war von da oben. Ich glaube, deswegen haben wir jetzt auch hier die Ausrüstung bekommen. Genau, und dort vorne, seht ihr, wäre unser Startpunkt. Hier, glaube ich, geht es nicht weiter. Nachricht lesen. Das ist hilfreich. Oh, super. Ist überhaupt... Okay, das heißt, wir werden... Ich glaube, wir werden wieder hier hochrennen. Und zwar ganz nach oben. Genau, das war der zweite. Das war der Balkon da, wo wir die Armbrust gefunden haben. Hier, glaube ich, war nichts mehr, oder? Ich weiß eben nicht, ob wir da rüber gehen sollen. Da ist halt auch noch ein riesen Gegner. Nicht, dass der uns hier one-shottet. Das wäre natürlich alles andere als gut. Wir nehmen mal ein Gras. Dann schauen wir mal, ob wir den anvisieren können. Der sieht nämlich gefährlich aus. Alter! Hello? Hello again? Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich will durchrennen. Boah. Ich würde gerne meine Seelen wieder haben.
Aber ich habe meine Seelen wieder zurückgeholt. Meine Seelen liegen jetzt schon mal dort hinten auf jeden Fall schon mal safe drin, ne? Ja, ihr seht schon, Leute, es ist nicht so einfach, das Game. Warte mal, ich mach schnell. Okay, das passt soweit. Man tut sich natürlich leichter, wenn man ein bisschen den Weg freiräumt. Ich bin eigentlich vorher viel zu schnell hier durchgerannt. Mein Gott! Sind aber auch nervig. Okay, wo ist der nächste? Der müsste hier oben irgendwo stehen. Da. Seh dich. Ich weiß eben nicht, ob ich den Soldaten jetzt da schon machen soll oder eben nicht. Ich weiß es nicht. Oder soll er ein bisschen warten? Er ist bestimmt machbar. Aber ja, man muss ein bisschen mehr ausweichen oder so.
Verstehe ich aber nicht, warum die mich immer gleich sofort hören. Warum? Steht für mich die Tipp. Die Magiepunkte nicht mehr her. Ja, doch, ganz langsam. Könnte mal schauen, haben wir was dafür? TP, 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 aber keine Magie. Wir haben noch nichts für MP-Herstellung. Das heißt, wir müssen ein bisschen langsamer machen. So, jetzt bist du eigentlich hier. Irgendwo sind wir gestorben. Hier vorne. Seelen wieder lang. Weiß ich, ob ich nochmal probieren soll. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn parieren kann, ist das ganze Problem. Oder ob der nicht noch ein bisschen zu stark für uns ist. Oh, der haut mir ja fast mit einem Schlag weg. Der haut mit einem Schlag haut er mich weg.
heftiger Scheiß. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Leute, das hilft nicht. Okay, den werden wir auf jeden Fall nicht mehr probieren. Wir werden jetzt in die andere Richtung gehen. Ich glaube, dass der einfach noch ein bisschen zu heftig für uns ist. Okay, gehen wir nochmal hier hoch. So viele Gegner waren ja jetzt nicht mehr. Alter Spieler.
So, Seelen haben wir schon mal. Meine Fresse. Das Abwachsgebiet ist so schwer. Oh. Gut, dann ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle aber eine Pause und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir gehen nachher dann dort hinten runter. Da, wo jetzt mein Kopf ungefähr ist, da gehen wir dann lang. Schauen wir mal, wie wir da lang kommen. Ich bin gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.